Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein schönes Digipack mitgebracht, und zwar das Digipack mit dem Film Vampire gegen Herakles, Ercole al Centro della Terra von Mario Bava. Dieses ist der sechste Teil der Mario Bava Collection von Koch Media Home Entertainment. Dieses Digipack ist bereits am 8. November 2018 veröffentlicht worden, ist limitiert und hat aktuell den schlappen Preis von rund 33 €. Aber ein großer Internetversandhandel, der jetzt an dieser Stelle nicht genannt wird, hat aktuell eine 2 Sondereditionen für 18 € Aktion im Programm. Und da war dieser Titel mit dabei. Den habe ich mir zusammen mit Robur, der Herr der 7 Kontinente, im Mediabook gegönnt. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber Robur zeige ich euch ein anderes Mal. Heute geht es um Vampire gegen Herakles. So, was ist das? Das ist ein Sandalenfilm aus dem Jahr 1961. Ja, es ist quasi totaler Trash, wenn man so möchte. Wir haben Leonora Ruffo, Reg Park und Christopher Lee in den Hauptrollen. Und ja, wir haben also quasi hier Herkules, und Herkules kommt zurück nach Hause, will seine Frau heiraten oder seine Freundin heiraten, jetzt mal ganz ordinär gesagt. Aber nein, die ist leider von einem fiesen Bann. Er muss in die Unterwelt da einen Stein besorgen, und dieser Stein, ja, Vampire. Ja, ihr hört schon, totaler Unsinn. Aber das macht ja nichts. Ich meine, dafür sind die Italiener ja unter anderem auch bekannt. Und diese Mario Bava Collection, ich finde die einfach grandios. Ich habe da schon einige von. Es gibt mittlerweile auch eine Komplettbox, da sind die alle drin, plus einen Bonusfilm. Ja, shame on you, Koch, ja, dass ihr die Leute, die diese Edition einzeln gekauft haben, bestraft, dass sie nicht warten konnten. Die Sonderedition, also die Gesamtedition, ist nicht nur preiswerter, sondern hat auch noch einen Bonusfilm mit drin. Ja, finde ich nicht so toll. So, wir haben einmal diesen Einsteckschuber. Der ist um die Mario Bava Collections immer drum gewesen. Und da haben wir hier Szenebilder aus den Teilen der Kollektion. Hier sind die 3 Gesichter der Furcht. Hier die Stunde, wenn Dracula kommt. Und so weiter und so fort. Auf der Seite haben wir draufstehen Vampire gegen Herakles, nicht Herkules, sondern Herakles. Hier auf der anderen Seite haben wir das auch nochmal, aber nur im unteren Drittel, Mario Bava Collectors Edition. Und auf der Rückseite dieses wundervoll gezeichnete Artwork. Hier vorne auch nochmal. Und hier eine kurze Zusammenfassung, ein paar Szenebilder. Ihr seht schon, der Film ist kunterbunt. Dann haben wir hier noch die ganzen Extras aufgeführt. Das ist mal wieder ein ganzer Sack voll. Und ja, hier unten noch ein kleiner Werbetext. Dann haben wir hier die Credits und die Produktspezifikationen. Auch hier haben wir eine DVD und eine Blu-ray drin, die mutmaßlich inhaltsgleich sind. So, jetzt schauen wir uns mal das Digipack selbst an. Hier haben wir Christopher Lee kaum wiederzuerkennen mit einer äußerst dämlichen Frisur. Ich glaube, das war kurz nachdem er Frankensteins Monster gespielt hat. So schaut es jedenfalls aus. Ja, ich mag dieses Artwork generell. Also bei diesen ganzen Mario Bava Collectors Editions. Das ist einfach ganz toll gemacht hier. Ich mag sowieso diese gezeichneten Artworks sehr viel lieber als einfach nur so fotografierte oder zusammengestellte Fotokollagen. Gefällt mir nicht. Also hier muss ich sagen, das ist richtig geil, da ist richtig Kunst drin. Und das Schöne bei diesen Collectors Editions, bei diesen Digipacks, ist, dass wir hier innen drin auch noch so viele tolle Artworks haben. So, dann haben wir hier nochmal Christopher Lee. Ist ja unser Vampir. Spoiler. So, was haben wir hier alles drin? Ein Heftchen haben wir hier drin. So, ich mache das nochmal. Dann können wir uns nämlich auch hier den Innendruck ansehen. Hier ist dann diese Tasche. Und da haben wir dieses Heftchen drin. Oder Booklet, wie man es nimmt. Da haben wir hier vorne einmal, ja, was ist das? Darsteller, Rolle, deutsche Sprecher, italienische Sprecher. Ja, weil die Italiener, die drehen Filme ja, dass die Darsteller alle in ihrer Landessprache sprechen, und anschließend wird das synchronisiert.
Ja, kommt nicht jeder mit zurecht, aber so ist es halt. So, acht, also 16-seitiges Booklet, das ist hier getackert. Aber gut, bei so einem Beilageheftchen, ja, was will man da groß kleben? Ist ja kein Mediabook. Und selbst die sind ja getackert. Wir sehen, das Ganze ist sehr, sehr textlastig, kaum Bilder drin, aber finde ich persönlich gar nicht schlecht. Was haben wir hinten? Ah ja, die Quellenangaben. Gut, dann packen wir das mal wieder hier rein und klappen das mal auf. Und hier sehen wir die drei Discs. Ja, wir haben eine Blu-ray, die ist, wo ist sie? Das ist die hier. Ich sehe es gerade nicht. Steht doch nirgendwo drauf, ja? Ja, dann nehmen wir es mal raus. Also das hier ist auf jeden Fall die DVD hier, da steht es doch, Blu-ray. So, wir haben hier einmal die DVD mit Extras. Ah, schön, oder? Ich mag auch die DVDs, oder die Discs, die sind so toll gemacht. Auch geile Artworks drauf. Also ich finde das richtig mega. Also da hat sich Koch wirklich was einfallen lassen. Diese Edition ist ganz hervorragend. Und aktuell legt Koch auch noch die William Castle Edition auf. Die wird eh genauso veröffentlicht. Also auch in diesen Digipacks, auch richtig toll. Hier ist nochmal die Film-DVD mit einem weiteren Artwork drauf. Cool, ist einfach nur cool gemacht. Und auch hier ein Innendruck. Ich nehme das nochmal raus, damit wir uns den Innendruck komplett ansehen können. Ja, einfach grandios, meine Meinung. Ja, also wer auf italienische Filme aus dieser Zeit steht oder generell auf Filme von Mario Bava, der kommt um diese Edition einfach nicht rum. Und da kriegt man was fürs Geld. Ganz im Ernst. Und jetzt im Moment, wo diese Aktion ist, zwei für, was habe ich gesagt? 18, 16? Ich glaube 18. Moment. Ja, habe gerade nochmal geguckt. Es sind tatsächlich zwei Filme für 18 Euro. Sind also 9 Euro pro Film. Und wenn ihr dieses Produkt für 9 Euro kriegt, dann würde ich einfach mal sagen, schlagt zu. Das ist einfach ganz, ganz toll und ja, der Film ist auch schön. In diesem Sinne, das war's für heute. Das nächste Mal packe ich euch Robur, der Herr der sieben Kontinente aus, ebenfalls in dieser Aktion. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau.